Das Besondere an dieser Ausstellung, dass man zum ersten Mal die frühen Videos von Kissonnier in Europa sieht und dass man sie in Relation stellt zu seinen frühen skulpturalen Arbeiten. Also was wir hier sehen, sind die ganz frühen Lichtskulpturen, wo er Glühlampenlicht mit Neonlicht kombiniert. Kissonnier gilt ja als der Meister des Neons und hier ist quasi der Denkprozess des frühen Kissonnier sichtbar gemacht, eben auch zu einer Soundarbeit, die zum ersten Mal in Kontinentaleuropa gezeigt wird, New York Hookup, wo es um Rückkopplungsphänomene geht zwischen zwei Lautsprechern. Es sind rund 30 Arbeiten, es sind rund 15 Videoarbeiten. Das Besondere daran ist, dass man sieht, wie Kissonnier zwischen 69 und 78 dieses Medium erkundet. Er entdeckt also die technischen Möglichkeiten dieser Apparaturen und setzt sie als Künstler extrem frei ein.